Private Berufsunfähigkeitsversicherung erhalten. Warum muss meine Frau jetzt freiwillige Beiträge zur Krankenversicherung zahlen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Bei uns ist das quasi wie ein Dauerbrenner. Private BU-Versicherung und Beitragspflicht zur Krankenversicherung oder Anrechnung auf eine Altersrente. Worum geht es? Sehr geehrte Damen und Herren, meine bei mir familienversicherte Ehefrau erhält rückwirkend zum Jahr 2017 eine private BU-Versicherung in Höhe von 1200 Euro ausgezahlt. Nun hat mir meine Krankenversicherung mitgeteilt, dass sie die Krankenversicherung, also die Familienversicherung auflösen möchte oder auflösen wird und meine Frau soll jetzt künftig Beiträge aus der BU-Versicherung an die private an die gesetzliche Krankenversicherung zahlen. Ist das so rechtens? Ja, das ist rechtens. Ihre Frau war bei Ihnen kostenfrei familienversichert und das ist nur möglich, wenn Ihre Frau ein Einkommen unter 450 Euro hat. Wenn sie jetzt ein Einkommen über 450 Euro hat und dazu zählt die private BU-Versicherung mit, dann endet die Familienversicherung und Ihre Frau hat Anspruch auf nahtlose Weiterführung der Krankenversicherung als sogenannter freiwilliger Selbstzahler. Ihre gesetzliche Krankenversicherung darf auf die private Berufsunfähigkeitsversicherung, also auf diese Rentenleistung, freiwillige Beiträge erheben und zwar in Höhe von rund 19% pro Monat. In diesem Beitragssatz, der kann ein bisschen schwanken, sind der volle Krankenversicherungsbeitrag, der Zusatzbeitrag und der Pflegeversicherungsbeitrag enthalten. Dass die private Berufsunfähigkeitsversicherung generell als Einkommen für freiwillige Selbstzahler in der gesetzlichen Krankenversicherung herangezogen werden darf, ergibt sich aus § 240 Sozialgesetzbuch Nr. 5 und den Grundsätzen zur Beitragspflicht der Selbstzahler in der gesetzlichen Krankenversicherung, die vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung herausgegeben worden sind. Ich kann Ihnen nur abraten davon, dass Sie jetzt aufgrund dieser Beitragslast für Ihre Frau darüber nachdenken, ob Ihre Frau möglicherweise noch in die private Krankenversicherung wechseln sollte. Davon kann ich nur dringend abraten, denn ich gehe davon aus, dass hier die Beitragslast bei der privaten Krankenversicherung deutlich höher sein wird als die Beitragslast in der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn die Beiträge in der privaten Krankenversicherung sind teuer und werden im Alter immer höher werden und führen bei vielen Menschen zur Altersarmut. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.